Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom1974. Wir sind wieder bei der 30 Days Challenge. Ja, wir sind wieder bei den Konami-Klassikern auf dem MSX. Und ich wollte unbedingt euch dieses Game hier präsentieren und kredenzen. Denn, wenn ich, oder beziehungsweise wenn ihr euch erinnert, damals die Erstaufnahme, das ist ja irgendwie das Spiel relativ seltsam gelaufen. Jetzt habe ich den großen Vorteil, dass ich natürlich nicht ansatzweise trainiert habe. Garantiert nicht, sondern jetzt einfach mal im Kalt in dieses Game starte. Und jetzt gucke ich mal, ob ich das überhaupt noch irgendwie ansatzweise beherrsche. Ja, das mit den Netzrollern kenne ich noch. Da hat die KI einen unglaublich großen Vorteil. Ah. Nee, konzentrier dich, konzentrier dich. Yes! Das kann er dann doch noch. Der ist draußen. Noch läuft das nicht so, wie ich es haben will. Das ist eigentlich grundsätzlich schlecht. Ja, und der gute alte Netzroller. Ihr könnt euch noch an dieses Video erinnern, wo man dann leicht irgendwie in Frust geht, weil die KI eigentlich jeden Netzroller gewinnt. So, erstes Break haben wir. Also, beziehungsweise wir nicht, sondern wir haben es verloren. Na? Nicht so defensiv. Na, komm. Na, das wird nichts. Das wird viel zu defensiv. Jetzt werden natürlich irgendwelche Leute sagen, ja, warum Trottel nimmst du dann auch den höchsten Schwierigkeitsgrad? Weil das das Einzige ist, was dieses Spiel ansatzweise interessant macht. Weil wenn ihr nämlich die Anfangsschwierigkeitsgrade nimmt, das funktioniert überhaupt nicht. Das geht da ein. Da pennt ihr wirklich weg. Das muss ja nicht sein. Dafür haben wir ja schon ARD und ZDF. Grüße an Funk. Ich stelle mich aber auch wirklich richtig gut an. Wo ich das hier aufnehme, ist, glaube ich, vor Kerber gerade mit Wimbledon rausgeflogen. Oder beziehungsweise am selben Tag. Naja, Zverev war, glaube ich, schon weg. Also, vollkommener Erfolg im deutschen Tennissport. Aber ich stelle mich auch nicht besser an. Ich glaube, ich muss auch extra für euch jetzt nicht die Regeln erklären von Tennis, ne? Also, wahrscheinlich kommt jetzt irgendein Troll und sagt, hey, du weißt aber gar nichts hier. Das könnte, wenn er das jetzt geschickt macht, das macht man. So, ich habe die Chance auf ein Rebreak, um mal Sky-Deutsch anzuwenden. So, und jetzt, wenn man das trifft, was ich natürlich nicht tue, man kann, kurz was zur Steuerung, man kann, wenn man in den Ball sich bewegt, kann man den Ball forcieren. Das geht bei diesem Spiel, auch wenn das nicht so aussieht. Wer übrigens gewisse Ähnlichkeiten mit dem Tennis auf dem NES erkennt, ja, das ist, glaube ich, nicht ungewollt. Aber ich glaube, das Ding war hier tatsächlich zuerst. So, nochmal eine Chance zum Break. Ich guck mal, wie lang das Video wird. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt beide Sätze oder alle drei Sätze durchspielen. Das weiß ich nicht. Aber das ist... Ich hasse es! Also, wieder Netzroller. Ihr habt gesehen, bis jetzt habe ich jeden Netzroller verloren. Aber auch jeden. Das ist nicht unbedingt die höchste Quote. Da. Na, komm, ein bisschen locken. Und passieren im Idealfall. Richtig. So, dritte Break-Chance in Folge. So, und jetzt ein bisschen mit Schmackes rein. Boah, war der knapp. Yes! Erster Netzroller gewonnen. Rebreak. Das war knapp. Ah,
Also was Aufschläge angeht, bin ich in dem Spiel nicht so scheiße. Anscheinend immer noch nicht. Das ist gut. Und wenn es jetzt klappt. Ja, und dann kann man den eigentlich fast reinschmettern. Ja, der ist weg. Mein Gott. Also auf jeden Fall ist das gar nicht so schlecht, was ich mache. Aber die Assquote ist gut. Also. So, und jetzt müsste man einmal feuern. Seht ihr? Und das ist fast Surfen Wally. Ja. Das war souverän und gut. Also, das ist wirklich ein richtig, richtig gutes Tennis. Also, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Das ist wirklich eine dieser unbekannten Gems. Ja, sowas sollte man nicht unbedingt machen. Doppel ist übrigens natürlich noch viel geiler. Das Problem ist nur, dass man dafür eben wie schon einen menschlichen Spieler braucht, weil ich glaube, soweit ich weiß, wir haben doch hier keine KI, ne? Oder war die KI grottig? Herzlich willkommen bei Netzroller Version 5, 6, 7. Ah, mal gucken, vielleicht spielen wir einen Satz durch. Ah. Naja, bei mir war er aus, ne? Ist klar. Logisch. Logisch. Die KI bescheißt überhaupt nicht. Ja, der ist auch weg. So. So, jetzt nochmal das. Yes! Das ist richtig gut. Ich habe irgendwo gesehen, es läuft irgendwo so eine Retro-Challenge. Sowas könnte man jetzt challengen. Und nicht immer die üblichen Games, die jeder schon 600.000 Mal gesehen hat. Weil das Ding hat es tatsächlich in sich, auch wenn es gar nicht so aussieht. So. Ach. Warum mache ich denn so einen Scheiß? Okay, weil ich immer sowas mache, aber. Na komm. Und. So. Yes. So, und jetzt ein Ass und dann wären wir durch erstmal. Okay. Ich kriege noch nicht unbedingt Power in die Rückschläge. Das passt mir noch nicht ganz. Das war ein bisschen glücklich. Aber auf jeden Fall bringe ich jetzt mal meinen Aufschlag durch. So. Jetzt wird's Zeit zum Break. Oh Gott, war der schlecht. Oh Gott, war der schlecht. Ah! Ich hasse es. Deswegen, du darfst hier nicht den Druck rausnehmen. Der war noch, ich wollte schon sagen, der war draußen. So. Nein! Warum laufe ich denn da vorne vorbei? Wie so ein Hornochse. Mein Gott. Aus der Abteilung, er hätte das Spiel schon gewinnen können. Aber er macht nur solche ganz leichten Fehler. So. Und wie im Basketball, no easy baskets. Auch hier die alte Regel, no easy points. Jeder Punkt muss gespielt werden. Den habe ich gesehen. Und jetzt müsste ich eigentlich nur mal
das wechseln. Und natürlich hat er einen Netzroller. Natürlich hat er einen Netzroller. Wenn er nicht weiter weiß, dann benutzt er Netzroller. Statt do a barrel roll, do a net roll. Meine Güte. Ich sehe schon, wir haben schon... Ha, das Video ist schon 10 Minuten. In der Zwischenzeit haben schon 3 Leute abgeschaltet. Also gebe ich euch einen Satz. Gut, das ist mehr als andere YouTuber, den ihren Zuschauern geben, aber... So, hier für Statistikfans, das ist das ominöse 7. Spiel. Das hat eigentlich überhaupt nichts zu bedeuten, aber es gibt unglaubliche Fußballexperten, die das lieben. Und das habe ich zu 0 gewonnen. Gut, so. Also, Tiebreaks gibt es ja auch. Ich weiß gar nicht mehr, ob es im dritten Satz einen Tiebreak gibt, das weiß ich nicht mehr. Aber... Na komm. Nicht so defensiv. Ja. Das war erstmal grundsätzlich gut. Gut, sei denn, es sind Leute, die sind gegen mich. Für die werden jetzt sagen, das war grundsätzlich doof, aber sind wir mal ganz ehrlich. Einfach Daumen runter geben und abhauen. So. Nein! Ihr könnt ja mal die Netzroller zählen. Also wer da irgendwie Bock drauf hat. Aber dafür mache ich vielleicht gerne mal ein Komplettvideo. Dann hört ihr wahrscheinlich meine richtige Frust. So. Aber ich bin jedenfalls auf Augenhöhe. Also ich weiß immerhin noch, wie das Spiel funktioniert. So. Natürlich. Extra für den großartigen Rimtour. Ja, das konnte ich damals. Also Netzroller nicht, weil da war ich immer schon scheiße, aber ich konnte trotzdem gewinnen. Boah. Das wird knapp. Das wird knapp. Ich weiß, das interessiert die Leute wahrscheinlich genauso wenig wie Strip Mahjong, aber... Nein! Boah, das gibt's doch nicht. Ich bin öfter am Netz kleben geblieben an Kathi Hummels als Kathi Hummels an Influencer-Videos. Grüße ihr. Das Kathi ist ja wieder in Dortmund. Mann, sind wir glücklich. Und der Mann kommt auch mit, ja. So. Au! Zum ersten Mal Netzroller gegen die KI. Und ich habe nicht gescheatet. Das war kein Konami-Code. So. Falls irgendeiner der schlauen Leute übrigens sagt, hey, warum gibt's keinen Seitenwechsel? Ja, das macht ja in den Perspektiven keinen Sinn. Ne? Ach, brauche ich gar nicht versuchen eigentlich. Also für die Klugscheißer, die da sind, ihr müsst damit einfach leben, dass es hier keinen Seitenwechsel gibt. Ich glaube, soweit ich weiß, wenn es Doppel und wenn es menschliche Gegner ist, gibt es auch dementsprechend sowas wie einen Seitenwechsel. Ich glaube, das ist gefühlt der 12. Netzroller. Ich sehe schon, wir sehen wahrscheinlich einen kompletten Satz. Also Tiebreak ist bei 6:6 übrigens, falls irgendeiner jetzt sagt, nein, jetzt spielt er noch weiter, dieses komische Spiel da. Warum spielt er nicht Fortnite oder irgendwas Interessantes? Oder warum macht er nicht irgendwelche komischen Spekulationsvideos? Oder warum redet er nicht über den National Dex bei Pokémon Schwert und Schild? Weil das macht ja sonst keiner im Netz. Weil hier behandelt sich nun mal um Tennis. Und ich werde, das kann ich euch... Boah, bin ich schlecht.
Ich werde euch auch mal damit quälen. Apex Legends, genau, richtig. Oder Anthem. oder Fallout 76. Nein, aber Spaß beiseite. Ich werde euch auch mal mit einer 30-Days-Challenge quälen, wo wir 30 Tage Sportspiele machen. Da bin ich mal gespannt, wie viele Leute sich da angepisst fühlen. Oh ja, und dann kommt extra nochmal Waterpolo. Weil da werde ich immer noch gehasst für mein Video. Und ich finde das Spiel immer noch scheiße. Ich finde es kacke. Boah. Souverän. Na komm, wann ist denn Zeit wieder für den Netzroller? Oh gut, der war gut gespielt. Das muss ich dem Sauhund lassen. Oder der Sauhundin. Ich weiß immer noch nicht, ob das Mädels sein sollen oder Kerle. Das weiß ich nicht. Oder geschmacklos. Ne? AKK. Witze. Die könnt ihr jetzt selber machen. Wie? Es gibt keinen Tiebreak. Hä? Ich war der Meinung, es gibt Tiebreak. Ich habe den Satz gewonnen. Also wer zuerst 6 Punkte hat, hat den Satz. Gibt's dafür ein Update? Ich bin der Meinung, meine Version, die ich hatte, hatte Tiebreak. Habe ich so eine geistige Verwirrung? Das ist ja geil. Ja, das Spiel spielen wir jetzt mal eben kurz noch fertig. Aber ihr seht mich ein bisschen fassungslos. Okay. Weil ich bin der Meinung, es gab doch ganz normal Tiebreak. Vertue ich mich so? Ja, also in den Regeln ist es nicht. Das ist jetzt hier verbuggte Version. Hab ich das so falsch in Erinnerung? Boah! Ich habe den Netzroller bekommen! Und ich hab's auf Video und ich mache auch noch den Punkt! Alter, ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Warum schlägst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Scheidung wie beim blöden Bäcker. Jo, also. Ich weiß, dem einzigen, den dieser Gag gefällt, ist wahrscheinlich Oliver Pocher, aber. Nun ja, ist das meine Zielgruppe? Bin ich schon so tief runter, dass ich darauf hoffe, dass mich Oliver Pocher aus Hannover guckt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der Niedergang des Venom. Jetzt bald bei Welt oder bei N24. Wow. Ich hol auf. Deuce übrigens Einstand oder Egalité, wie man will. Das hätten sie sich ja auch sparen können. Hätten sie ja auch sagen können, wer als erstes dann jetzt einen Punkt macht. Aber wir spielen ja hier mit Vorteil. Der war raus. Wir haben gleich tatsächlich 20 Minuten, ne? 20 Minuten Tennis. Und keiner randaliert bei diesem gefährlichen Sport. Unglaublich. Der Hyrule-Gym-Laut, für den wird das sowieso sein. Eine 30 Days Sport Challenge, das wird, glaube ich, für ihn das Geilste sein. Dann kann er nämlich mal Sporttitel vorschlagen, die wirklich sonst kein Schwein macht. Okay. So, das war's. Dann würde ich sagen, Zeit für das nächste Video. Bis gleich.